Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Götterdämmerung. Wir haben jetzt Osh und Milton bei uns. Es flackert gerade. Warum auch immer es geflackert hatte. So, und wir haben jetzt schon ein paar Orks eliminieren müssen, um die beiden hier zu befreien. Da liegen sie. Und wollen jetzt nach Gotha. Müssen jetzt eigentlich an Treles vorbei. Nicht an Treles, an Montera vorbei. Khan ist ja schon tot. Und, warte mal, wie sieht's eigentlich? Stärke, da fehlen uns noch ein paar Punkte. Damit wir uns selber regenerieren können. Damit wir das irgendwo lernen können. Bei wem können wir das jetzt lernen? Bei Khan konnten wir das. Sonst, konnten wir das bei sonst noch irgendjemanden lernen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Da ist ein Ork unterwegs. Was hat der Ork vor? Wer ist das? Hat er einen Namen? Silvester? Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Rudolf? Ich brauche Ruhe. Die gehen hier hin, ne? Ich folge denen mal. Ich will jetzt wissen, was die vorhaben. Okay, interessanten Weg. Ja, da kann ich einfach durchglitschen. Warum nicht? Ich glaube, ihn werden wir nicht nochmal sehen. So viel zum Folgen. Milton, Osh? So macht man das. Und dich ist es nicht. Schade. Milton, Osh, wo seid ihr jetzt? So, hier haben wir noch ein Harnischkraut. Wo sind die hin? Die waren unter der Erde, okay. Warum waren die jetzt unter der Erde? Ich gehe mal lieber den anderen Weg. Vermissen. Ich nehme das nochmal mit. Fleisch. Ich hoffe, die glitschen mir jetzt nicht nochmal in die Erde rein. Immerhin kamen die da auch wieder raus. Aber warum? Warum sind die da jetzt in die Erde reingeglitscht? Thank you.
Also eigentlich bei Götterdämmerung bräuchte ich das nicht zu hinterfragen. Das ist ja eigentlich alles größtenteils nur aus Spielfehlern und Logikfehlern. Aber ich finde es interessant, dass ich mit denen jetzt einfach hier so durchmarschieren kann und die Orks nichts machen. Ich frage mich jetzt, werden wir eigentlich Lester und Diego noch wiedersehen? Kommen die noch wieder? Oder sind es nur Lee, Diego, Lee, Gorn und Milton? Welchen Weg geht Milton? Ich finde es auch interessant, dass die uns einfach hier so durchpassieren lassen. Ja, ruh dich aus. Ich muss mir irgendwie keine Gedanken machen. Ich speichere trotzdem vorsichtshalber mal. Und den Stuhl nochmal hoch. Hast du diesen Stuhl? Ich muss ihn wirklich präparieren. Ich kam noch nicht dazu, weil ich noch auch keine Idee habe, wie ich den präparieren soll. Damit er aufhört runterzurutschen. Ich setze mir kurz ins Lagerfeuer. Ihr könnt euch dazusetzen, ja? So, nochmal ein bisschen was grillen. Das auch. So. Aber ich glaube, wir sind schon dem Ende nah. Also wir haben Götterdämmerung auch schon, glaube ich, fast durch. Ist, glaube ich, nicht mehr so viel, was ich machen muss. Dem gefällt mir das Ganze gar nicht. So, ich hoffe, ich muss jetzt aber nicht zu Errol damit gehen. Los auf mit der Scheiße. Ich weiß. Und es kommt noch schlimmer. Ach, Lee ist jetzt hier vorne. Okay. Lee durfte jetzt passieren. Der durfte durch. Okay. Gorn? Hier sind wir. Willst du mich im Kampf unterrichten? Willst du mich im Kampf unterrichten? Gibt's was Neues? Gibt's was Neues, Gorn? Warum siehst du so unruhig aus? Ach, lass uns einfach nach Trelis ziehen und ein paar hundert Orks umhauen. Erst brauche ich Informationen. Erst brauche ich Informationen, Gorn. Was weißt du über Torus Pläne? Ha, frag Milton. Der weiß mehr als ich. Weißt du, wo Torus ist? Weißt du, wo Torus ist? Sein Gesicht wird bald an meiner Stiefelsohle kleben. Aber dazu muss Milton uns erst sagen, wo er ist. Red du mal mit ihm. Ich verstehe kein Wort von dem, was er da sagt. Und die Zeit wird langsam knapp. Milton, weißt du, wo wir Torus finden können? Weißt du, wo wir Torus finden können? Er wird bei seinen Magiern sein. Was für Magier? Torus hat hart für diese Sache gearbeitet. Nachdem er mir das Auge Innos abgenommen hatte, hat er sich mit 6 äußerst mächtigen Magiern verbündet. Was kannst du mir über sie sagen? Nicht viel, nur dass sie durch und durch böse sind. Einer von ihnen, der mächtigste, scheint die anderen zu kontrollieren.
Wozu braucht er sie? Wozu braucht er sie? Er brauchte böse Herzen, um das Auge Innos zu korrumpieren. Mich hat er nur da behalten, falls irgendwas schiefläuft. Aber ich bin mir sicher, dass er mich früher oder später umgebracht hätte. Dann hätte ich ihn so fertig gemacht, dass er um den Tod gebettelt hätte. Kannst du mir sonst noch was sagen? Die Magier benutzen das Auge jetzt, um die wohl mächtigste Bestie in ganz Myrtana zu beschwören. Okay. Kann man die Bestie irgendwie vernichten? Kann man diese Bestie irgendwie vernichten? Ohne das Auge Innos ist das unmöglich. Die Bestie ist durch das Auge in unsere Welt gekommen, also kann sie auch nur durch das Auge vernichtet werden. Um an das Auge zu kommen, wirst du dich allerdings erst um die Magier kümmern müssen. Klingt nach einer spaßigen Angelegenheit. Willst du mitkommen? Klar. Na dann mal los. Eins noch. Worum geht es? Worum geht's? Du kannst das Auge nicht behalten, wenn die Bestie besiegt ist. Warum? Warum können wir es nicht behalten? Wir könnten damit viel Gutes tun. Das Auge Innos sollte nie in die Hände von Menschen gelangen. Es ist viel zu mächtig. Und Macht, die man nicht kontrollieren kann, wird immer zu Zerstörung führen. Dies könnte unser größter Kampf werden, aber eins weiß ich sicher. Wir müssen zu dieser Bestie. Wo wird sie erscheinen? Wir müssen zu dieser Bestie. Wo wird sie erscheinen? Ein so mächtiges Wesen kann, wenn es so beschworen wird, überall in Myrtana erscheinen. Können wir irgendwie rausfinden, wo es auftauchen wird? Nein. Die Bestie wird schlafend erscheinen. Und auch noch eine Weile weiter schlafen. Warum schläft die Bestie? Lass mir raten, es ist der Schläfer. Warum schläft die Bestie? Sie lernt in dieser Zeit, wie sie ihre Macht in unserer Welt einsetzen kann. Wie lange wird sie schlafen? Das lässt sich nicht genau sagen, da es von den Fähigkeiten und der Macht des Magiers abhängt, der sie herbeigerufen hat. Und eine so mächtige Bestie wurde noch nie zuvor beschworen. Okay, wird Taurus wissen, wo die Bestie erscheint? Wird Taurus wissen, wo die Bestie erscheint? Nein. Und was ist mit den Magiern? Müssten sie nicht wissen, wo die Bestie auftaucht? Nein, nicht einmal sie wissen es genau. Warum nicht? Die Bestie ist zunächst nur eine immense Macht und die wird sich einen geeigneten Platz in unserer Welt suchen, um dort Fuß zu fassen. Niemand, auch kein Magier, ist mächtig genug, um eine solche Energie zu lenken oder zu kontrollieren. Die Magier werden allerdings die Plätze kennen, an denen sich die Bestie am wahrscheinlichsten niederlässt. Kennst du diese Plätze auch? Kennst du diese Plätze auch? Nein, aber ich weiß, dass der Beschwörer eine Karte besitzt. Die dürfte sehr hilfreich für uns sein. Wenn du mir die Karte besorgst, kann ich dir die Plätze zeigen. Warum prügeln wir die Informationen nicht einfach aus ihm raus? Das wird nicht funktionieren. Die Magier haben mit Sicherheit einen Zauber auf sich gesprochen, der sie daran hindert, irgendetwas über ihren Plan zu verraten. Taurus hat unglaublichen Schrecken über dieses Land gebracht. Taurus hat unglaublichen Schrecken über das Land gebracht. Wir müssen ihn finden, dann wird er für seine Taten büßen. Er wird sterben, und zwar heute noch. Folge mir. Du führst, wir folgen. Einige Dinge werden sich nicht mehr zurückholen. Kommen alle hinterher? Osch folgt auch noch, okay. Und wir folgen Milton. Am besten, du hältst dich da raus. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Speicher vielleicht einmal. Nun sicher zu gehen. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Okay, Milton, wo gehst du hin? Ich fände es interessanter, wenn jetzt alle dann irgendwo von alleine hingegangen wären, anstatt mir zu folgen. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Und dann dort irgendwie auf eine Schlacht sich vorbereiten oder so. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Okay, wo geht er hin? Okara? Findet das in Okara statt, die Schlacht? Milton, ich gehe einmal kurz zurück. Wir haben ein paar Leute verloren.
scheinen weniger zu sein als vorhin. Wir fehlten jetzt alles. Sind wir jetzt wieder vollzählig? Gesundheit. Hans, Osch, Born. Lee fehlt. Hör bloß auf mit der Scheiße. Am besten du hältst dich da raus. Ich hoffe, Milton wartet da jetzt. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Da haben wir noch einen Paladin. Das sind zu viele Leute, die einem folgen. Irgendwann ist doch. Aber wo ist jetzt Lee? Der steckt jetzt irgendwo bestimmt fest. Da. Okay, Lee hat es jetzt geschafft, herauszukommen. Gorn. Ah. Dessen Wegfindung ist bombastisch. Das sind echt zu viele. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Und die haben keine gute Wegfindung. Und jetzt darf ich den ganzen Weg hier rückwärts laufen. Also ich hoffe wirklich, Milton wartet da hinten noch. Wo wir ihn jetzt zurückgelassen haben. Ja, der wartet da noch. Ich warte auch einmal. Das sind wirklich viel zu viele. Okay, warte mal, was ist das? Also, hier. Und der schon wieder. Ach ne, die werden es nicht schaffen, hier reinzukommen. Die Höhle? Gesundheit, Gorn. Ich speichere einmal. Okay, das sind sehr viele Orks. Das ist die Höhle, in der sich der Bote versteckt hält. Jetzt wirst du bluten. Urak ist ein Kampf. Bleib still! Beschworener Krieger. Du schlägst mich? Na warte. Du schlägst mich? Na warte. Bin ich gut? Oder bin ich gut? So, wie viele Orks sind hier noch? Stirb! Hey! Warte mal. Ah, der ist... Okay, der ist noch hinter mir her.
Alter. Was war das denn jetzt? Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Wo ist mein Schwert? Du schlägst mich mal. Na was? Wer sagt's denn? Geht doch. Wag's nicht noch einmal, mich anzugreifen. Wem hast du's gezeigt? Ah, okay, warte, wir müssen die töten. Oder wie? So. Ich trinke eben was. Aber die töten sich auch gegenseitig. So, und ich muss mein Schild wieder ausrüsten. Und warte mal, was. Schutz vor Geschossen. Warte mal. Kann kein Helm tragen werden. Okay, dann machen wir mal. Ist das besser? Warte mal. Bekämpfen die sich gegenseitig? Bleib stehen. Okay, ich glaube, ich gehe gleich drauf. Okay, die sind jetzt abgelenkt. Der Mistkerl hat noch nicht mal Gold dabei. Die Waffe gehört jetzt mir. Barkopf. Stirb! Ey! Du schlägst mich? Na warte! So. Einmal umlegen. Gibt's hier noch irgendwo einen? Wir haben aber ein paar verloren. Irgendwo. Hier, ein Paladin haben wir verloren. So, beschworener Krieger. Speicher. Da lebt noch einer. Du stirb. Okay, wie krass ist Milton gerade drauf? Da sind welche. Nimm die Waffe weg. Eine kluge Wahl. Milton? Halt dran hier, bitte. Okay, was mit ihm? Passt noch. So, Milton? Okay, nochmal. Vielleicht muss ich mit dem Bogen die angreifen. Einmal ganz kurz. Dass die anderen auf die dann mal losgehen. Warte mal.
irgendjemand noch den Heiltrank braucht. Dir werde ich's zeigen. Ich möchte jetzt nicht, dass Milton hier stirbt. Ich habe ein Problem. Nein! Verdammt! Okay, wie mache ich das? Wie löse ich das jetzt? So, geht immer dahin. Nein! Verdammt! Wie soll man die Scheiße schaffen? Jetzt ernsthaft. Einmal mit Eis getroffen ist vorbei. Und warum helfen die anderen nicht? Ist jetzt nur ein Depp dahin gerannt. Tod ist unvermeidlich. Ich werde dich zertreten wie einen Wurm. Schnell weg. Sollen die... stehen. Ich mach dich fertig. Sollen die gegeneinander kämpfen? So macht man das. Du schleißt herum wie ein Dieb. Okay, der ist schon mal erledigt. Jetzt den nächsten. Du brauchst nicht, um Gnade zu winseln. Ich werde dich zertreten wie einen Wurm. Okay. Ich hoffe, die schaffen das. Da gucken nur ein paar zu. Mörder! Es gibt einen Kampf! So, ich hoffe, der zielt. Doch, der zielt auf mich. Ich bin gar nicht mal so schlecht. Nicht nachlassen! Ich bin unschlagbar! Vorwärts! Gut gemacht! So. Wir haben wieder einen Paladin verloren. Was mit dem? Der ist tot. So, dann ist jetzt nur noch einer übrig, oder? Wen haben wir hier verloren? Ein ganz normalen Paladin. Warte mal. Ne, ich dachte schon. Ah, du. Ich habe dich schon erwartet. Los, du Penner, rück das Auge raus. Das Feuer in deinen Augen gefällt mir.
Dir fehlt das, was Torus zur Genüge hat. Die Gier nach Macht. Dir bedeutet Macht nichts. Und darauf kommt es an, wenn man sich etwas so Mächtiges wie das Auge Innos zunutze machen will. Was willst du damit sagen? Du kannst mit dem Auge Dinge tun, von denen Torus nicht mal träumen kannte. Ich sehe deine Träume in deinen Augen. Deine Träume für Myrtana. Was? Ich sehe auch, dass ein Teil von dir das Auge für sich will. Aber nicht aus dem Grund, aus dem Torus es haben möchte. Genau wie ich glaubst du, dass die Bewohner von Myrtana nicht fähig sind, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Sie brauchen Leute wie uns, die sie lenken und ihnen den Weg weisen. Dein blödes Geschwätz geht mir langsam auf die Nerven, es reicht. Ich biete dir an, dir die Macht des Auges mit mir zu teilen. Und wie komme ich zu dieser Ehre? Noch kann ich die volle Macht des Auges nicht nutzen. Und ich weiß, dass Torus mich töten wird, bevor mir das gelingt. Du bist ein Mann mit Ehre, mit Weitsicht. Du siehst die Vorzüge, die es hat, wenn wir uns die Macht des Auges teilen. Mit ihm werden wir Myrtana auf nie zuvor gekannte Weise verändern können. Denk doch nur mal an die endlosen Möglichkeiten. Du wolltest diese Macht doch. Du wolltest Veränderungen, oder etwa nicht? Die Macht des Auges ist zu groß. Niemand kann sie kontrollieren. Hat dir das dein Freund Milton erzählt? Er ist ein Magier. Er will die Macht des Auges doch nur für sich selbst. Es reicht, Magier. Rück das Auge raus, sonst muss ich es dir abnehmen. Ich habe wohl meine Zeit mit dir vergeudet. Zeit zu sterben, du armseliger Trottel. Du wirst sterben! So. Oh! Erfahrung 16.000. So, Beschwörer. Dunkler Beschwörer. Diese Rüstung gehörte dem dunklen Beschwörer. Ich nehme das mal mit. Da, Auge Innos. Karte des Beschwörers. Ich nehme alles mit, was er hatte. So, wo ist Milton? Truhe des Beschwörers. Oh. Zu schwer. Oh, hier ist noch eine Truhe, die ich übersehen hatte. Wie habe ich die denn übersehen? Aber okay, dann hatten wir die Truhe ein bisschen vorgegriffen. Klar, ein paar Verluste hatten wir jetzt. So, Milton? Wo ist Torus? Er muss nach Trilis geflüchtet sein. Ich hab die Karte. Ja, ich hab sie. Zeig mir, wo die Bestie ist. Verdammt. Hier sind mehrere Orte markiert. Da muss ich wohl alle überprüfen. Ja, wir helfen dir. Wenn wir uns aufteilen, geht es schneller. Warte mal. Ich habe erst noch ein paar Fragen. Glaubst du, der Magier hat die Bestie beschwören können? Ja, es sieht alles danach aus. Hast du irgendeine Ahnung, wo sie aufgetaucht sein könnte? Nein, ich war nicht Teil der Beschwörung. Von daher habe ich auch keine Ahnung, wo die Bestie sein könnte. Du hast den Beschwörer gesehen. Glaubst du, er war mächtig genug, um für einen kurzen Schlaf der Bestie zu sorgen? Er mag zwar sehr mächtig gewesen sein, aber die Bestie ist das mächtigste Wesen, das je in Myrtana herbeigerufen wurde. Wie lange sie schlafen wird, kann niemand mit Sicherheit sagen. Gut, dann werde ich jetzt nach der Bestie suchen. Wir kommen mit dir. Nein, du musst mit Gorn nach Vengard. Warum? Wir sollten dir bei der Suche helfen. Ihr könnt mir am besten helfen, indem ihr Vengard beschützt. Sammelt sämtliche Truppen. Uns steht die größte Schlacht in der Geschichte Myrtanas bevor.
aber gegen die Bestie wirst du unsere Hilfe brauchen. Mach dir mal keine Sorgen, ich habe Übung im Kampf gegen große Viecher. Meine Kämpfe gegen den Schläfer und den untoten Drachen haben mich auf diesen Tag vorbereitet. Ich werde mit dieser Bestie schon fertig. Ihr werdet woanders dringender gebraucht. Gut, wir sehen uns im Thronsaal von Vanguard wieder. Und die sind da weggespawnt, okay. Töte die Bestie. Und die sind alle jetzt weg. So, ich esse noch mal was. So, speichern. Und jetzt gucken. Karte des Beschwörers. Okara, Redok, Nemora. Und hier. Redok haben wir... Wir haben den Drachen getötet. Wir haben das vorgezogen. Der Drache war die Bestie. Bring mir was über Alchemie bei. Hier besonders Waffen vergiften. Ja, nichts. Nichts Besonderes. Was mit ihm? Bring mir etwas über alte Magie bei. Auch nichts Besonderes. Ich gehe mal nach Redok. Weil töte die Bestie, kann die Karte des Beschwörers zu Hilfe nehmen. Oder warte mal. Redok, da. Speicher vielleicht nochmal. Die liegen da alle noch tot. Aber ich gehe erst einmal hier entlang. Ne, hier ist nichts. Dann gehe ich mal den anderen Eingang nehmen. Obwohl, hier hätte das auch eigentlich genug Platz für so einen Endkampf, Bosskampf. Ich hoffe, das macht mir jetzt keine Probleme, dass ich das jetzt vorgegriffen habe. Mit dem Drachen. So, der ist weg. Der ist auch noch mal weg. Speichern noch einmal. Kann ich jetzt da irgendwie was machen mit dem Drachen? Nee. Okay, warte mal. Redok. Nemora. Stimmt, da war ja was. Bleib stehen, Mora! Oh.
Da! 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 So, komm. Da! Okay. Haben wir doch noch geschafft. Speichern. Der Kampf wird nicht lange dauern. Ja, soll der herkommen. Bleib stehen, Mara! Da! 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 So, komm her. Oh, Kalunke. Da! 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 Ach, Christ! So, nochmal was voran. Speichern. Ich hack dich in Stücke. Ah, ah. Ich werde dich zertreten. So, der nächste bitte. Ich gehe erstmal nach oben. Ja! Bleib stehen! Hier ist er schon. Da! Orkanore. War hier nicht noch einer gerade? Noch ein Teleportstein. Mist. Okay, der ist wenigstens da hinten jetzt erstmal beschäftigt. So, jetzt. Da! Hä? Was war das denn? Nein! Oh, das hätte jetzt so schön werden können. Das hätte jetzt so schön klappen können. Jetzt! So, der nächste kommt, das speichere ich jetzt. Bleib stehen, Mora. Ja! Ah.
So, was mit dem da oben? Kommt er noch? So, halt lang. Und was essen. Und speichern. Ich werde dich zertreten wie einen Wurm. Ja, mach das mal. So, nochmal kurz speichern und dann den nächsten anlocken. Jetzt wirst du bluten. Soll ich das jetzt machen? Da! Hä? Da! Da! Okay, jetzt haben wir den auch noch geschafft. Dann ist hier oben schon mal frei. Und nur noch unten die Orks. Also. Den Teleportstein auch noch mitnehmen. Also, und die Dinger auch noch. Nochmal kurz speichern. Ich werde dich zertreten wie einen Wurm. Bleib stehen, Mora. Ich töten. Da! 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 Hä? So, ich gehe mal hier hin. Hier wird er mich nicht treffen, oder? Doch. Wo stecke ich jetzt fest? Was mit dem da oben? Der bemerkt mich nicht. Aber wo hatte ich jetzt gerade an so einer scheiß Echse? So, damit er mich nicht mehr stört. Du bist kein Gegner für mich. Da! Da! Ich glaube, hier gibt's sonst niemanden mehr. Ich speichere vielleicht einmal, bevor wir weiter runtergehen. Okay, das ist gleich ein Problem. Da! 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 Alter! Greif nicht an, renn! Jetzt hör auf, da festzustecken und renn einfach. So, eins und zwei. Da! 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 Da!
Okay, den hab... Hallo, jetzt benutzt den scheiß Schild. Rechtsklick ist Schild benutzen und nicht den Angriff machen. Hier, was soll denn der Scheiß? So. Unbedingt mit Rechtsklick den Angriff machen, also angreifen, statt den Schild benutzen. Wenn ich schon mit Rechtsklicke, soll er Schild benutzen. Hab ich dich endlich! So, gibt's hier was Neues zu lernen? Weg mit dir. Hier steht was über Alchemie. Bandenanführer. Einmal kurz speichern. Ich weiß jetzt nicht, ob da vorne gleich noch was kommt. Kommt da noch her? Ich glaube, das war's. Nein, die Tour. Abgebrochen. Okay, dann bleibt jetzt, glaube ich, nur noch eins übrig. Wir haben Redok und Okara. Oder warte, wir sind gerade in Okara. Nemora fehlt uns noch. Ach nee, Okara fehlt uns. Okara müssten wir noch. Okay. Die waren ja in Nemora. Habe ich jetzt kurz verwechselt. So, einmal kurz speichern. Mal weiter hier entlang. Nee, war wirklich der Drache die Bestie? In Redok? Nee. So, Fort Reles. Fort Reles hätten wir auch noch was. So, wenn wir jetzt Richtung Osten gehen. Also in diese Richtung. Ja. Macht ein Morra großen Ärger, dann tötet ihn. Die Morra sind schwach. Wir müssen ihnen zeigen, was stark ist. Speichern noch einmal. Noch mal kurz auf die Map gucken. Da oben der Platz vielleicht? Statt eine Höhle?
glaube aber mittlerweile wirklich, dass es vielleicht doch der Drache war. Dreht hier irgendwas? Tötet die Bestie? Ich muss die von Torus Magiern beschworene Bestie finden und vernichten. Ich kann die Karte des Beschwörers zur Hilfe nehmen. War es wirklich der Drache? Meine Kämpfe gegen den Schläfer und den untoten Drachen haben mich auf diesen Tag vorbereitet. Ich habe schon einen Drachen getötet. So, jetzt einmal kurz gucken. Ich glaube, das ist schon wirklich hier. Hier nicht die Höhle, aber... wissen, was jetzt wirklich das Viech ist. Boah, das Kraut nehmen wir mal mit. Habe ich eigentlich irgendwas, sowas nochmal irgendwas erhöht? Maximal Ausdauer? So. Hier auch nochmal maximale Ausdauer. Wir hätten mehr von diesem schwarzen Rober Spezial mitnehmen sollen. Aber ich habe noch nie gehört, dass wenn man raucht, dass man dann eine bessere Ausdauer kriegt. Ja, das hat das Gegenteil passiert. So, warte mal. Hier Richtung. Ich glaube mittlerweile wirklich, es kann nur der Drache gewesen sein. Ich habe alles abgesucht, hier ist nichts. Nee, das wollte ich nicht, ich wollte das hier. Ich habe ihn nur ein bisschen verdrückt. Na egal, dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!